Heute hat das Europäische Parlament erstmals seit Gründung der EU über die künftige Agrarpolitik mitentschieden. Am Tag vor der Abstimmung waren die Grünen auf der Seite zahlreicher Vertreter von Umwelt- und Bauernverbänden, die speziell anlässlich der Abstimmung nach Straßburg gekommen waren, um ihre Meinung zur Agrarreform zu äußern. Für die Grünen im Europäischen Parlament galt es, mehrere grundsätzliche Aspekte in die Reform aufzunehmen. Erstens das Greening der gemeinsamen Agrarpolitik. Zweitens soziale Gerechtigkeit und eine gerechte Verteilung der Beihilfen mit einer Obergrenze von 100.000 Euro pro Betrieb. Drittens die Wiederbelebung der ländlichen Regionen. Und viertens die Stärkung der Verhandlungsposition der Landwirte gegenüber multinationalen Unternehmen. 500 Millionen Bürger sind von dieser Agrarpolitik abhängig. Es geht um ihre tägliche Ernährung. Die Agrarpolitik betrifft 13 Millionen Landwirte und ihre Familien in Europa. Und gibt ein Betrieb auf, hat das direkten Einfluss auf die Arbeitslosenzahl. Die Fraktion der Grünen setzt sich für eine lokale, bäuerliche Landwirtschaft ein. Auch der Pferdefleischskandal hat wieder gezeigt, dass es wichtig ist, die Transportwege zu verkürzen und Verbraucher und Erzeuger näher zusammenzubringen. Das Europäische Parlament hat zum ersten Mal seine Möglichkeiten genutzt, über die Agrarpolitik mitzuentscheiden. Allerdings hätte das Europäische Parlament seine neuen Rechte besser nutzen können. Leider ist der Entwurf, den das Parlament verabschiedet hat, deutlich hinter den Erwartungen zurückgeblieben, die auch viele Umweltgruppen hatten. Viele hatten sich ja versprochen, dass die Agrarpolitik ökologischer wird, dass sie auch gerechter wird, was die Verteilung der Gelder betrifft. Beides wurde nur zum Teil erreicht. Es wird ein Greening geben, allerdings mit so vielen Ausnahmen, dass es nicht so richtig wirken wird. Und wir haben uns nicht durchsetzen können bei einer strikten Kappung bei 100.000 Euro. Und wir hätten uns auch mehr Geld für die kleineren Betriebe gewünscht. Auch das wird leider nicht so stattfinden, wie wir uns das vorgestellt hatten. Aber im Kern muss man sagen, wir haben jetzt einen Fuß in der Tür. Das Greening ist als Thema gesetzt. Und es liegt jetzt an uns, zusammen mit den Gruppen, die uns immer draußen unterstützt haben, den Weg zu bereiten für eine wirklich neue Agrarpolitik. Dazu sind wir Grünen in der Lage, was zu ändern. Und wir sind in Verhandlungen mit dem Rat und mit der Kommission in den nächsten Monaten gefordert, noch bessere Vorstellungen umzusetzen.